Guten Morgen, Deutschland. Wir haben jetzt gerade eben ausgecheckt. War ein bisschen stressig am Morgen. Ein bisschen zu spät sind wir schlafen gegangen und genauso sind wir dann zu spät aufgestanden. Sandra müsste gleich zeitgleich ausgecheckt sein. Wohin läufst du? War das nach oben? Laber doch nicht. Scheiße nochmal, ey. Guten Morgen, Deutschland. Guten Morgen, Deutschland. Wir laufen jetzt gerade zu Sandra. Das ist der Weg. Wir haben, ich glaube, noch so 15 Minuten bis zu Sandra. Aber wie heißt es so schön? Jeder Gang macht schlank. Somit verabschiede ich mich und wir sehen uns bei Sandra. 160 den Abend zu dir. Ciao. Das Jungs und Mädels, guckt mal, welcher Special Guest angekommen ist. Wie soll ich es erklären? Wir laufen gerade einfach unter der Autobahn. Das ist ganz verschickt. Bist du schon mal unter einer Autobahn gelaufen? Guck mal. Über uns ist die Autobahn. Wir laufen gerade unter der Autobahn. Verschickte Sache, Alter. Wir sind bei Birgitna Lodi angekommen. Hier sieht man also wirklich. den größten Tower der Welt. Größer als in Dubai. Hier sind 40 Grad oder sowas, ey. Das ist Und? nicht mehr normal, ich brauche Pause. Wie Pause? Brauchst du auch Pause? Sandro. So ist so eine Zeitverschwendung. Vom Belgrad Navodi sind wir jetzt in McDonald's angekommen. Vika, was hast du? Eiskaffee. Eiskaffee, was für eine? Maler. Kleine. Und du, Sandra? Karamellsticks. Karamellsticks. Mozzarella Sticks. Karamellsticks. Mashallah. Brauchen wir in Deutschland. Und ich habe eine Poisson Shake. Hier haben wir eine sehr schöne Aussicht. Ob es euch genauso geht? I doubt it. Wie schmeckt dein Plasma-Shake, Vika? Dafür hat der Kaffee sehr geschmeckt. Sag noch einmal, dass ich kein Gentleman bin. Habe ich das jemals gesagt? Ganze Familie Ilitsch ist kein Romantiker. Ja, aber Romantiker und Gentleman sind ja komplett andere. Was? Ja. Was? Ein Gentleman hat nichts mit Romantik zu tun. Reicht jetzt aber auch. Ciao. Schickt Hilfe. Bitte schickt Hilfe. Ich kann das alles nicht mehr. Ich wollte doch eigentlich nur eine Abkühlung. Jetzt sind wir hier schon 2 Stunden in dem Kaufhof, Alter. Send help, please. Please help. Hallo, was machen Sie? Malen. Was? Was macht ihr? Ladies, einmal umdrehen. Ich suche DM. Und du? Ich laufe nur mit. Willst nicht nirgends mehr rein? Du hast genug gekauft, gell, deswegen. Aber Sandra wird trotzdem noch was finden. Das verspreche ich euch. Also nach 6 Stunden sehen wir endlich auch mal den Ausgang.
Ne, hvala. Sehen wir auch mal wieder den Ausgang. Keine 10 Sekunden sind wir aus dem Laden draußen. Sandra, ihre Füße sind kaputt. Die sehen noch ganz aus. Mach mal nochmal, Vika. Und Nagel ab. Hallo. Ich muss sagen, das Wasser ist echt dreckig. Ein Schluck und du bist von allem geheilt. Geheilt? Geheilt? Du kriegst alles. Ich glaube, ja, man ist geheilt. Ich glaube nichts. Doch, doch. Ich glaube. Ich glaube sowas von. Ich bin auch nett. Okay, reicht nicht viel. Ciao, Leute. Ciao. Jungs! Ist ja schon nichts guter Laune heute. Heute nichts gut. Heute böse Stimmung. Oh, ganz viel. Oh. Schlägerei kommt gleich. Verarscht. Wo willst du hin? Kalle McDam. Wo? Kalle McDam. McDam Kalle. Sandras Nasenbluten hat endlich aufgehört. Oh Gott sei Dank. Aber Ananas irgendwie falsch gelaufen. Nichts richtig. Belgrad Navodi Finish. Jetzt und gehen wir Autobus Kastanica und dann Feigen kaufen. Weil Vika hat gar keinen Orientierungssinn. Vika, was schätzt du, wohin geht's zum Markt? Wir müssen jetzt hier und dann den Weg, wie wir zum Dings gelaufen sind. Ich kann das navigieren. Okay. Komm mit. Okay. Für mich gibt's jetzt ein Bubble Tea. Wir sind hier in Bubble Time. Bubble Time. Happy Bubble Time. Vika. Ja? Jetzt probier mal und zerzieh nicht dein Gesicht dabei. Schmeckt der dir? Okay. Alter, der ist absolute Katastrophe. Mocha, keine Ahnung, irgendwas. Widerlich. So schlimm ist er gar nicht. Stellt euch nicht an. Trink nochmal. Ich will nur die Bobos haben. Trink nochmal. Digga, ich treffe nur auf Eis. Aber das ist gesund. Das ist gesund. Healthy. Lecker oder nicht so lecker? So lecker. Wow, I want to buy it. You see how lecker it is? She just... Digga, was? Du bist ja Max der Zigeuner. Vika, ja? Hör doch auf Autos zu schießen. Das ist schon lustig. Nein. Vika, wo ist dein Bubble Tea hin? Leer. Leer? Ja. Echt jetzt? Hast du ihn nicht gerade da in den Mülleimer reingeschmissen, obwohl er noch nicht mal halb leer war? Der war halb leer. Da war nur noch so wenig drin. Ey, der gerade eben war leer. Ey, ich habe Bauchschmerzen davon bekommen, okay? Mhm. Vicky, what are you eating? Himbeereis. Schau mal, was für ein Hintergrund du hast. Himbeereis. Mhm. Und du? Auch. Wieso ist deine Waffel sogar himbeerig? Sandra, hören Sie bitte auf. Mehr reden, weniger zeichnen. Ich bin so süß. Da ist sogar die Waffel rot geworden. Die ist kein Schutz. Näpfchen. Für mich gibt's Capri-Eis. Mama würde das sehr freuen. Aus ihrer Kind. Guck mal. Sandra macht ein Sladoled. Was für ein Sladoled machst du? Meins. Hä? Meins. Meins. Sandra hatte keine Lust mehr zu malen. Und dann hat sie geschrieben, Sandra, keine Lust mehr zu malen. I'm sorry. Grammatikalisch auf jeden Fall
nicht korrekt. Sandra, keine Lust mehr zu malen. I'm sorry. Das ist meine Deutsch. Also, wir schauen jetzt irgendwelchen Freestylern hier zu. Ja, mal gucken, wie es wird. Scharf? Was habe ich mir angetan? Oh Alter. Nein. Ist das Brot so scharf? Oh. Was? Ist schon scharf, ja? Siehst du? Sascha? Willst du uns etwas beichten? Es ist nicht so, wie es aussieht. Ich habe wieder Pepperoni von Oma-Vibes. Mir läuft die Nase, mir laufen die Tränen. Meine ganze Fresse brennt extrem. Dann gehen wir weg. Was sagst du? Mir schmeckt gar nichts, meine Zunge tut mir weh. Okay, ciao. Fazit zum Burrito, Katastrophe. Ich hab aufgegeben. Es tut mir leid, das zu sagen, aber. So macht Mama Bilder. Einfach zu scharf. Also ich wollte gerade zum Kalle McDonald. Dann hat sich herausgestellt, dass in einer Stunde schon der Bus kommt. Ja. Da ist Autobus Kastanica und hoffentlich schaffen wir das, aber ich glaube eigentlich. Sollte das gar kein Problem sein. Aber wir haben noch 20 Minuten. Lika geht auf Toilette, ich hole die Koffer. Plan ist schon geschmiedet, ja? Also auf letzten Drück haben wir es auch jetzt hinbekommen. Wir sind im Bus. Das war Stress pur. Ich würde sagen, also wirklich letzte Minute. Der hat gerade noch so mal eingestiegen und der ist sofort los. Was sagst du dazu? Gar nichts, also wirklich, ich stink aus allen Schweißdrüsen. Wieso? Mir so warm. In Kroatien angekommen. Sandra ist nicht durch die Grenze gekommen. Die muss jetzt hier bleiben. Vika? Der Bus stinkt so nach Pisse, wirklich. Ich finde es so eklig. Die ganzen Leute, die laufen an einem vorbei. Und wirklich, da ist Körperkontakt mehr als im Bett. Wirklich. Wirklich? Wirklich? Wirklich. Transition? Und ich esse meine Cornflakes und ich höre Musik. Mein Cornflakes echt lecker. Milch fehlt nur. Aber ja. Ciao. In Kroatien angekommen. Sandra ist schon in Standby. Platz ist frei geworden. Jetzt haben wir auch
zu dritt in einer Reihe Platz. Victoria will unbedingt Manifest fertig bekommen. Ich glaube, mit 10 Minuten sind wir fertig. Ja. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass das aufhört nach der Folge. Ja, Jackpot. Also, bis später. McDonald's? Wir sind bei Belgrad Narodi angekommen. Hier sieht man meinen Pimmel. Spaß. McDonald's? Ey, wenn wir nicht kollabieren, dann weiß ich auch nicht. Hast du Cola und Bier getrunken? Das ist echt nicht witzig, mach aus. McDonald's? Giku, ciao. McDonald's? Jungs und Mädels, es geht noch zum Markt. Ich brauche Feigen. McDonald's? So ein Scheißladen. Wieso? So unnötige Scheiße. Wieso? I don't like bubble tea. Why you don't like bubble tea? Because they can understand me. Because you can't speak Asian. But they can also speak English. They can speak Serbian and Turkish. Oh. Oh no. Now we are getting the bubble tea. Wow. It's green. Make them color. Adieu. Adieu, monsieur. McDonald's?